Joker eingesetzt. Das mache ich jedes Mal den Fehler. Ich will immer gucken, was für Nummern wir davon haben. Und dann setze ich außerdem den Joker ein. Das ist eine Kacke. Egal. Was ist das hier für ein Raum? Ich will es gar nicht wissen. Wir kämpfen einfach. Überlegt gerade, welche Spiele noch dazu gehören. Mir fällen jetzt wirklich keine ein. Aber es gibt viele Spiele, die wirklich gut sind. Oh. Mir fällt jetzt gerade echt keins ein. Der GameCube-Teil von Twilight Princess ist doch derselbe wie der Wii-Teil, nur halt spiegelverkehrt und halt ohne Motion Control. Die Motion Controls in Zelda Twilight Princess auch nur so wenig, dass man damit durchaus spielen kann. Bei Skyward Sword war die echt nervig, aber bei Twilight Princess war die echt gut. Jack 1 ist auch nicht gut, euch zu den Lieblingsspielen. Jack 1 war auch nicht schlecht, aber... Da würde ich schon eher Spyro 1 sagen. Weil mir das echt Spaß gemacht hat. Second Sun auch nicht. Ich mit Second Sun habe ich ja auch in meinem Fazit gesagt, das ist ein gutes Spiel. Aber auch das ist nicht gut genug, um andere Spiele, die ich eben aufgezählt habe, zu schlagen. Sicherlich eines der besseren Spiele, Second Sun, aber sicherlich in der oberen Hälfte. Aber nicht gut genug, um tatsächlich irgendwo ganz oben in der obersten Liga mitspielen zu können. Also das Niveau eines Last of Us hat es auf jeden Fall nicht. So, ich würde sagen, das Level machen wir noch. Dann gehen wir weiter. Also wenn wir das nächste Level erreicht haben, dann können wir die restliche Story von diesem Hollow Bastion Kram hier auch durchmachen. Dann sollten wir levelt genug sein. Dafür, dass wir hier noch im ersten Geschoss sind, sind wir gleich schon auf dem Level, wo wir mit Sora im dritten waren oder so. Ich möchte hier auch nicht zu overpowered hier sein. Und auch hier kann ich wahrscheinlich wieder so machen, wie ich es schon in Chain of Memories machen wollte, falls es mal dazu kommen sollte. Dass ich an irgendeiner Stelle underleveled bin, beziehungsweise mehr als 40 Mal gestorben bin bei einem demselben Gegner, dann kann ich ja immer noch auf Screen leveln. Das müssen wir nicht in der Aufnahme machen. Also, erhöhe dein Leben nochmal. Und dann nichts wie nach oben. In den nächsten Storyraum. So, eine grüne Karte, die haben wir natürlich. Einmal die hier und einmal das. Hier ist auch niemand. Nichts als herzlos in diesem Schloss. Stimme! Ich weiß, du beobachtest mich, also erklär's mir. Wo sind nur all die Menschen aus meiner Erinnerung? Sag's mir. Möchtest du sie denn sehen? Sicher will ich das. Aber du hast sie verstoßen. Was? Um die Welt außerhalb zu erreichen, tratst du durch die Tür zur Dunkelheit. Alles ließt du zurück, Freunde, zu Hause, nur um nach der Dunkelheit zu streben. Aber die habe ich ja aufgegeben. Aber die habe ich auch aufgegeben. Und was hast du dafür bekommen? Erst dein Heim, dann die Dunkelheit. Dein Herz kann nur von sich weisen, mein Gott. Es ist leer, wie dieses Zimmer. Wie deine Erinnerung. Daher bist du auch allein im Schloss. Dein Herz ist völlig leer, bis auf die Überreste der Dunkelheit. Du bist doch verrückt, ich habe mich der Dunkelheit verwehrt. Ach, wirklich?
Schlüssel des Seins. Na dann, gucken wir mal auf der Map, wo wir hin müssen. Nach oben. Also in dem Fall genau hier durch. Nein. Genau auf der anderen Seite, super. Also genau hier durch. Höher als 1 haben wir natürlich. Haben wir jetzt 2. Ich sagte der Story nichts, weil ich kenne sie ja. Die Hauptstory kenne ich. Weil ich das Spiel damals nie durchgespielt habe, habe ich mich darüber informiert. Und deswegen möchte ich hier keinen spoilern, deswegen sage ich dazu auch nichts. Ihr könnt spekulieren, wie ihr möchtet. So. Dann machen wir hier noch den Raum. Und dann sind wir auch schon am Ende. Von Hollow Bastion. Das ging schnell. Das haben wir, glaube ich, in einem Part geschafft. Da ist doch jemand. Rico, ich wusste, du kehrst zurück. Malefiz, du lebst? Du hast nicht aufgepasst. Ich bin bloß ein Produkt deiner Erinnerung. Musstest ausgerechnet du mir begegnen? Wer sonst? Dein Herz ist in Dunkelheit getaucht. Du siehst nur Menschen, die in der Dunkelheit leben. Menschen wie mich. Nein! Sei lieber dankbar, dass dir jemand Gesellschaft leistet. Dein Herz ist leer. Gäbe es nicht die Dunkelheit in deinem Herzen, wärst du jetzt ganz allein. Momentan eine ziemlich verlockende Vorstellung. Ach, eins bist du nicht von mir gewichen, um deinen Durst nach Dunkelheit zu stillen. Du möchtest mich hier haben. Wer sonst kann dir das geben, wonach du dich sehnst? Es gab eine Zeit, da wollte ich dich um mich haben. Dich um mich haben. Ich überließ mein Herz der Dunkelheit. Aber das ist vorbei. Du und deine Dunkelheit habt mir nichts mehr zu bieten. Ich hatte mein Ich verloren, Leere in mir einkehren lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn ich hier nur auf Gestalten der Dunkelheit wie dich treffe, dann werde ich euch allesamt auslöschen. Dann vergiss aber nicht, dich auch mit auszulöschen. Denn du bist genau wie ich ein Wesen der Dunkelheit. Meinetwegen, ich habe mich der Dunkelheit zugewandt, weil mein Herz schwach war. Ich hasse diese Schwäche. Es ist, als wäre ich mein eigener Feind. Mit anzusehen, wie Menschen wie du der Dunkelheit huldigen, macht es nur noch schlimmer. Genug geredet, Malefiz. Also hast du die Dunkelheit genug, um sie zu bekämpfen? Wie verzweifelt musst du sein? Lass mich deinen Pein lindern, Riku, ein für alle Mal. Durch die wundersame Macht der Dunkelheit. Alles klar. Kämpfen also wieder gegen Malefiz. Wieder in der Drachenform. Aber bei Sora war das erst ein Gegner, der sehr, sehr spät im Spiel kam. Ich hoffe, sie ist ein bisschen schwächer als damals. Oh ja, sie hat weniger Leben auf jeden Fall. Ja gut, damals war sie auch nicht stark. Ich meine, wir haben, glaube ich, fast keinen Schaden genommen damals gegen sie. Aber wenn sie genauso viel Leben hätte wie damals, genauso viel Schaden gemacht hätte wie damals, hätten wir ein Problem gehabt. Aber sie hat weniger Leben und wird wahrscheinlich auch weniger Schaden machen. Das Einzige, was uns hier wirklich Probleme macht, ist, dass unsere Karten mal ab und zu ausgehen. So, hier gibt es diese komische Plattform, wo man nicht draufstehen kann, um den Kopf leichter zu erreichen, aber die brauchen wir gar nicht. Wir kommen auch so an sie ran. Oh verdammt, jetzt haben wir nur noch die 3. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nur noch eine 3. Und fast alle ihrer Karten wird stärker sein als unsere 3. Das ist echt ein Problem, wenn man sein Deck nicht selbst zusammenstellen kann. Wir können sie jetzt nur angreifen, wenn sie eine Karte bringt, die kleiner als 3 ist. Und das hat sie gerade, aber ich komme nicht an sie ran. Wir werden sterben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann drücken, was ich will. Ich kann nichts machen. So, ich kann immer in die Karte stechen. Aber ich komme nicht zu ihr hin. Hier ist alles voll mit Feuer. Ja, wenn sie eine Karte macht, die höher als 3 ist, habe ich verkackt. Das war's, verloren.
Na, Disney hat das Spiel ja nicht gemacht. Das Spiel ist ja von Square Enix. Und die haben halt nur die Lizenzen für Disney-Charaktere. Also Disney hat mit dem Spiel an sich nichts zu tun. So, kennen wir alles. Das war jetzt aber irgendwie scheiße, dass wir am Ende nur noch eine Dreierkarte hatten. Die einzige Idee, die ich habe, das aufzulösen, ist halt die 7 ans Ende zu schieben und halt alle anderen Karten voll zu benutzen. Dann haben wir immer eine hohe Karte noch fürs Ende. Also, lassen wir die 9 mal übrig und gehen ab der 8 los. Da oben werden die Kartenstiche gezählt, deswegen warte ich immer erstmal, bis du eine Karte einsetzt, damit ich dann die Karten stechen kann. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber es sieht irgendwie so aus. Jetzt sind meine 5 am Ende. Das ist auch besser als die 3. Da ist die 3 wieder. Aber es läuft diesmal besser, wenn ich die 9 noch mit übrig habe. So, jetzt war es kein Problem. Ich muss hier tatsächlich irgendwie taktisch mit den Karten handeln. Ich glaube, bei stärkeren Gegnern kann es tatsächlich ein Problem sein. Das war der erste Boss überhaupt. Also, ich kann tatsächlich doch in Probleme geraten in diesem Rico-Modus. Hätte ich zwischenzeitlich nicht erwartet. So, die Malefizkarte. Was bringt die uns? Wir können ja keine Decks machen. Das heißt, kann ich dann überhaupt nachgucken, was sie uns bringt? So, was ist hier oben in der Ausgang? Ich bin irgendwie raus. Karte? Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich kann doch Sets prüfen. Für Rico kann kein individuelles Set zusammengestellt werden. Er muss mit seinen vorgefertigten Sets kämpfen. Das Set, das Rico benutzt, wandelt sich auf seinen Weg durch das Schloss. Okay, dann also doch. Könntest du nur angucken, was die Dinger machen. Ah, wir hatten hier sogar noch den Defendor. Verringert durch physische Attacken erlittenen Schaden. Nachstocken wird verlangsamt, aber die Wirkung von Angriffskarten steigert. Wir können ja gar nicht. Also nachstocken... Hä? Wir können doch, also nachstocken ist doch nicht langsam. Ich meine, das ist doch einfach nur ein Knopf, den wir drücken müssen. Wie kann denn das langsamer werden? Können wir mal ausprobieren. Ich meine, wenn unsere Angriffe dadurch stärker werden, warum nicht? Das Refugium des Siegers durchqueren wir dann einfach mal. Und haben damit das erste Stockwerk geschafft. Das ging schneller als bei Sora. Wie wahrscheinlich der ganze Modus schneller gehen wird als bei Sora, wie ich bislang gehört habe. Ja, Speicher bitte. Stufe 9 schon, alles klar. Ich glaube, wir sollten nicht so viel leveln, wie wir es hier getan haben. Ansonsten sind wir overleveled, auch wenn wir gegen Malefiz trotzdem Probleme hatten. Why do you shun the darkness? Come on, I know you heard me. Every word I said to Maleficent. Darkness is your weapon. It is time you learned you must accept it. What do you mean? Stop resisting. Accept the darkness. You have no choice. If you are to serve me again. I thought it was you, Ansem. Oh, you don't seem surprised. All you have been talking about is the darkness. I can only assume you want to pull me back in so you can play puppet master. Clever boy. I knew you'd be the one to most appropriately serve me. And now, surrender to me again. You're crazy! Not a chance! Did you really think you could do me harm? A weakling like you couldn't even defeat Sora, and you had darkness on your side.
Oh, excuse me for being weak. You are weak. You need darkness. Surrender. Bow to darkness. Bow to me. That's not gonna happen. Only the darkness can offer to you all of the strength that you will need. You're wrong! Oh. That voice. Your Majesty? That's right! Remember, Riku, you're not alone. Listen close. The light will never give up on you. You'll always find it, even in the deepest darkness. I got it. I won't lose to darkness. Not today. You think that feeble little light can save you? From the darkness that I command? Scheint so, als wäre König Mickey auch entkommen aus der Dunkelheit. Aber dass wir jetzt gegen Anselm kämpfen, war irgendwie unerwartet. Du sollst die Dunkelheit spüren, überall. Gib alles, was du hast, du kriegst es umgehend zurück. Wenn Anselm seine Karten zieht, stich sie augenblicklich. Alles klar. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Ich hab nichts mehr zum Stechen. Ich glaube, ich hab Nuller. Gut, dass er nur 7er Karten hat. Es waren 10 Stiche. Schneller Stich! Stich schnell die feindlichen Karten für einen stärkeren Angriff. Alles klar. Du gibst noch nicht auf. Ich frage mich, wie viel du einstecken kannst. Ich spiele so lange mit, bis du aufgibst. Ist hier eine Karte, was? Ich habe keine mehr, die höher ist. Stich alle Karten des Gegners. Ach du Scheiße! Was? Okay. Das ist irgendwie komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Ziehe eine Karte mit gleichem Wert wie dein Gegner, drücke Dreieck. Okay. Achso. Erst die Karte und dann Dreieck. Du, ich habe gerade keine 7, ich habe gerade keine 7, da habe ich eine 7. Das ist voll kompliziert. Zu langsam ich... Alter! Willst du mich verarschen? Ich weiß, wie das geht, ich krieg's nur nicht geschissen. Muss ich das jetzt jeden Kampf machen? Das wird doch voll übel. So, einfach 3-9, das ist gereicht. Okay, das macht dann Damage. Duellsystem, ziehe eine Karte mit dem gleichen Wert wie die des Gegners und drücke Dreieck, um zu beginnen. Stich alle feindlichen Karten, um ein Spezialmanöver auszuführen. Du brauchst allerdings mehr als 8 Karten. Das war's? What? Glaube ich nur Tutorial. That all you got? It seems to me that you are intent on resisting the darkness. All right, then see it for yourself. Huh? This is a card crafted from your memory. Advance through the world it creates, and soon you will understand. Chasing after light is not the way. It will not give you distance from the darkness. There is no running from the darkness. Don't worry, I'm not running. Give it. I'll enter the world and in the end, if I haven't given in to the darkness, then I win. I have one more gift for you. What'd you do? I simply tempered the darkness that yet remains in your heart. You still think that I'd rely on darkness?
To use it or not is your choice. I'll be waiting, Riku, for you to sense it and yield to the darkness in your heart. Riku lernt S-Modus. Alles klar. Sinistra-Modus aktivieren. Der Sinistra-Modus kann aktiviert werden, wenn du maximale Sinistra-Punkte durch gestochene Karten gesammelt hast. Im Sinistra-Modus sind deine Fähigkeiten verstärkt und du hast mehr Kombinationen zur Auswahl. SP gehen verloren, wenn eine Karte gestochen wird oder du Schaden nimmst. Riku kehrt in den Normalzustand zurück, wenn die SP auf 0 sinken. Ich verstehe hier zwar gerade gar nichts, aber wir spielen einfach mal weiter. Wir haben 4 neue Levelkarten erhalten. Statt Traverse, Agrabah, Monstro und das andere konnte ich nicht erkennen. Das sind wahrscheinlich dieselben 4, die bei Riku am Anfang, bei Sora am Anfang zur Verfügung standen. Don't I even warrant a hello, Lexius? What is going on here, Zaxian? I want an explanation. Nice to see you too, Vexen. It's such a shame. The organization used to be the rope that bound us together. You're only number 6. How dare you? Let it go, Vexen. Zaxian, tell us. What did you detect? Visitors. I picked up 2 scents in the castle's lowest basement. One of them was Maleficent. Don't be absurd. The witch is gone. She cannot return from the realm of darkness of her own volition. If you would let me finish. The scent belonged not to the real Maleficent, but to a very convincing double. But I truly cannot say much beyond that, since the double is no more. Our other visitor saw to that. And who is it? I do not know for sure. But the scent was very similar to that of the superior. And yet, not exactly the same, was it? This truly piques my curiosity. Now, what to do? We wait, see what develops. Something smells funny. What's that scent? It's so familiar. Darkness. It's the smell of darkness. I can't believe this is happening. The darkness even seeped into my skin. Don't worry, Riku. Your Majesty! What happened? I can see right through you. Funny, huh? I can only send a bit of my power to this place. That's why I've got a request for you. Request? Listen, Riku. Just because darkness holds you, don't let go of who you are. You've got to fight the darkness inside you. It won't be easy to do, I know. But please don't forget, even in the darkest darkness, there's always a little bit of light. Light within darkness. You and I have seen it. The far welcoming light inside the door to darkness. The light of Kingdom Hearts. It will show you the way. Please don't give up. Believe in the light. That's a request from my heart. Okay,
I'll do my best. Trust me. I'll try to find a way to reach you. I'll get there. I promise. Oh. You're an illusion. Don't worry. We shook hands in our hearts, remember? We're connected, you and me. Guess we are. Der Dunkelheit entgegengetreten. Kellergeschoss Nummer 12 abgeschlossen. Ja, ich denke mal, das sind ungefähr zwei Parts. Deswegen sage ich an dieser Stelle, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.